Hey ho, Gaming Freunde, und weiter geht's mit Terminator Resistance. Also, los geht's. Mal gucken. Das haben wir. Nimm doch erstmal die Waffe. Ja. Warte. Hab ich ihn? Gut, hab ich. Alles klar, weiter geht's. The defense grid. I see it. Scheiß Blechies. Weg mit euch. Friss, du Schwein. Zeit, das Skynet auszulöschen. Oh. Sag nicht, das ist ein Traitor. Was ein Update ausmachen kann. Oh, da ist noch ein Onkel. Scheiße. Wow. Commander, the first sector is secured. All right, Ripper, continue the offensive. Preparing to send in the tank. Halt. Erst sammle ich auf. Halt, kann ich fertigstellen? Ach nee, das kann ich ja nicht wollen. Fuck. Warte, das erledigen wir gleich mal, da wir hier, Verrecke! C-820?
Sorle, den haben wir. Push forward. Komm. Sehr schön. Haben wir nicht Level 28? Maximalstufe erreicht, oder? Schrott zu Schrott. Another sector cleared. That's good to hear, Sergeant. The HK tank just went online. You've got to keep going. Tja, wir schaffen das schon. Ariel, down it! Bow. Timing. T-47 ahead! Two of them! Sergeant, I got a visual on the defense grid turrets. Oh, shit. Komm! Verrecke, du Scheißteil! Alter Schwede! Geh doch drauf! So. Aha, Jammers. Komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Wir müssen ihn platt machen. Nächster. Mann, verrecke doch. Kannst du mal sterben? Watch out for that defense bridge. Pull back! Pull back! The defense grid is smashed! River, status! We breached the defense grid, Commander. Good. Yeah. That tank is ours. Für die Menschheit werden wir es schaffen. Du da oben, bleib mal da weg schön hier, wa? Ja.
Ich bin weg. Und tschüss. Jetzt fahr Recke. Tschüss. Push forward. So, jetzt geht's los. Ich kann uns nichts anhaben. I just received intel from 124. Tschüss. War bestimmt noch nicht alles. Glaube ich nicht. Das letzte Aufbäumen von Skynet. Sodele. Ey. This is it! That's the lab that gave the time displacement thing! Spread out! Shit, jetzt hab ich aufgepasst. Sehr schön. Da war noch einer, oder nicht? Ach, das ist ein Panzer. Hilfe! Silverfish, take cover! It's happening. Skynet's starting to send Terminators back. Suppressive fire! The first Terminator just went through. Oh oh! Komm her, der nächste! Haha! Ist einfach besser! Shit.
Kommt, lasst es lieber. Commander, what's going on? The 124 destroyed the central core and stopped Skynet. So is the war over? For some of us, yes. But just before we destroyed the core, Skynet managed to send three Terminators back in time. The only thing in our power now is to send the Protectors to meet them. Protectors? The ones that will assure the safety of the people marked for termination. The first Protector has to be Sergeant Kyle Reese. He'll go after the T-800 that's targeting my mother as we speak. By killing her, Skynet will try to erase me from ever existing. The second one will seek to destroy the T-1000. T-1000? A Terminator made of mimetic polyalloy. Sent back to kill me as a child. A single prototype created by Skynet. It's too powerful for a single human being. That's why we'll have to send a Terminator of our own. Do you have that CPU that Mac reprogrammed? I do. You want to send a Terminator to protect your younger self? Won't you be afraid? I will be. Then, there's the matter of the infiltrator that was sent after you. The war can end for you right now, but the question is, are you willing to sacrifice your future to protect your past? By being here, you've already proven that this is not beyond your capabilities. But I'll leave the decision up to you. Will I be able to fix my past mistakes? I always believe that the future's not set. There's no fate but what we make for ourselves. You do have the power to change it and protect the ones you care about. So, what will it be then? Das ist jetzt das Problem. Was soll ich? Was soll der Rest sein? Ich würde sagen, ich reise nicht zurück. Weil es ist ja, geht ja nicht um John Connor, sondern um Leute, die ich verloren habe. Ich habe ja keine verloren, außer Baron, und da bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich tot ist. I cannot judge you. You've seen yourself die once, and that's probably once too many. There are volunteers that will gladly take your place. John Connor prepared the time displacement equipment to send Protectors back in time. He knew that the final battle would not be fought here, but in the past. A resistance soldier named Kyle Reese was the first man to go back to 1984. His objective was to protect Sarah Connor, John's mother. The second one was not a man, but a Terminator. Using the chip Dr. Mack reprogrammed, we took control of a single infiltrator unit, Cyberdyne Systems Model 101. It was sent back to 1995. To intercept the sole T-1000 prototype and protect a young John Connor.
decided not to go back in time. Plenty of volunteers wanted to take my place. John Connor chose a man from amongst them. I only hope that he does a better job than I did. After 30 years, this war against the machines is finally over. But not all of us live to see the end of it. We never found Baron's body in the shelter. She never stopped fighting. And if she's still alive, I doubt she ever will. She was the leader we needed in wartime. But I'm not sure if she'll find a place during this time of peace. I lied to Erin about her husband to make her leave the shelter. I saved her life. But at what cost? Was it my place to intervene and give her false hope? Ryan was kicked out of the shelter because of me. I hope that one day I'll have a chance to explain to him why I did that. Jennifer and Patrick left before the attack. I'm glad I convinced her to leave. I hope that our paths will cross sometime soon. Baron asked me to kill Mac, but I couldn't do it. He left soon after my warning, only to be captured by Skynet. We found him alive in one of Skynet's prisons. And as for me, it was time to start over. Cooles Spiel, muss ich sagen. Kann ich nur weiterempfehlen. Tja, da haben wir doch richtig entschieden. Ich hatte schon Angst, ich habe falsch entschieden. Aber da die Bären die Leichnam nicht gefunden wurde, gehe ich schwer von aus, dass er noch lebt irgendwo. Ich kann es euch nur weiterempfehlen. Es ist relativ schwierig. Ich habe auf Schwierigkeitsgrad normal gespielt und das war ganz schön knackig. Ich bin sehr oft gestorben. Und, ja, Spieling ist super. Die Story fügt sich auch sehr gut in die Filme ein, muss ich dazu sagen. Das ist ja sonst nie bei Terminator-Versoftung so der Fall gewesen. Grafik war super. Hat Spaß gemacht, das Spiel. Und es gibt ja noch einen DLC, den mache ich dann auch noch. Aber erstmal haben wir das Hauptspiel durch. Das ist wichtig. Ich mache dann halt noch das DLC. Und ja, nach Terminator kommt wahrscheinlich Robocop. Ne? Machen wir mit einer anderen tollen IP weiter. Die ist auch wert, das mal gezeigt zu werden. Ich hoffe irgendwo, dass sie die Terminator-Filme ab Teil 2 nochmal oder spätestens ab Teil 3 so ein bisschen fortführen. Also von dem Film her ist ab Teil 3, also Teil 1 und 2 sind super von dem Film her und danach wurde es nur schlechter und ich kann nur hoffen, dass sie die Filme ruhen lassen und dass sie einfach das per Videospiele fortsetzen, weil ich denke, da ist sehr viel Potenzial da. Da kannst du nicht so viel versauen, als wenn du wirklich da die Filmreihe weiterführst, weil das ist leider, die letzten Filme waren leider überhaupt nichts. Und, oder es sei denn, die machen vom Film her ein Reboot. Ich, so blöd wie es anhört und so scheiße es ist, aber ich glaube, da musst du ein Reboot machen. Aber dann mit den geeigneten Schauspielern, mit einer großartigen Story und mit der dementsprechenden Aufmachung. Also, es muss gut gemacht sein. Ansonsten muss ich sagen, kann ich das Spiel wirklich nur weiterempfehlen. Also, das ist wirklich für jeden Terminator-Fan was. Und
Ich bereue keine Sekunde, das gespielt zu haben. Das Spiel war sein Geld wert. Und wie gesagt, es gibt jetzt noch DLC. Ich lasse euch jetzt mit den Credits allein und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Also, over and out.